Das Spengler Cup TV Magazin wird Ihnen präsentiert von UBS und den weiteren Sponsoren Würth und Sport.ch. Ja, da stehen wir schon wieder vor dieser imposanten Eishalle zu Davos, wo jedes Jahr gleichermaßen VIPs wie auch Hockey-Cracks ins Landwassertal lotsen. Und damit ganz herzlich willkommen zur 85. zur Jubiläumsausgabe vom Spengler Cup. Und natürlich darf auch in diesem Jahr das Wichtigste nicht fehlen, das sind die 6 Clubteams, die um den prestigeträchtigsten Titel im Club Eishockey kämpfen. Dementsprechend sind die Mannschaften auch feierlich begrüßt worden und Bilder von der Eröffnungszeremonie, die sehen Sie jetzt. Ich erkläre den 85. Spengler Cup als eröffnet. Ja, pompöse Bilder also schon zum Start in der 85. Spengler Cup, wo übrigens verantwortet wird von dem Mann, der neben mir steht, dem President himself, Freddy Bogazzi. Was dürfen wir für ein Turnier erwarten? Ja, ich bin selber auch gespannt drauf. Ich gehe davon aus, es wird ein spannendes Turnier. Es gibt eine Mannschaft, die hoch motiviert hierher gekommen sind. Das hat man schon in den Diskussionen vor dem Turnier gespürt. Und möglicherweise gibt es einen Turniersieger, den wir heute gar noch nicht vermuten. Also ich freue mich auf die kommenden 5 Tage. Fragen wir den Experten. Bei uns im Forecast gibt es jetzt eine Vorschau auf den heutigen Spieltag mit dem Marc Gianola. Parika sind bekannt. Vitkovice spielt gegen den HC Davos, wo wir das erste Mal im Turnier sehen. Kloten Flyers sehen wir zum zweiten Mal und spielen gegen die deutsche Mannschaft von Wolfsburg. Es ist eine neue Ausgangssituation. Kloten und Vitkovice haben ihr erstes Match verloren. Um den Gruppensieg noch herzustellen, müssen sie jetzt unbedingt gewinnen. Und ich nehme an, dass sie das Beste geben werden, um sich den freien Tag noch zu verdienen und am heutigen Spieltag alles geben. Zum HC Davos ist so viel zu sagen, dass wir wieder ein paar junge Spieler in der Mannschaft haben, die sicher Vollgas geben werden. Und ein Auftakt am zweiten Tag für den HC Davos hat es eigentlich in der Geschichte des Spengler Cup noch nie gegeben. Und wir sind gespannt, wie das funktioniert, wenn der HCD erst am zweiten Tag ins Spiel kommt. Ja, grossartige Partie, also auch wieder in diesem Jahr am Spengler Cup. Ist ja klar, weiter über 200 Spieler sorgen da für beste Unterhaltung in Sachen Eishockey. Und ein paar von denen wollen wir Ihnen ganz näher bringen. Zum Beispiel der Mann, der mit dem Stock da spielt bei den Kloten Flyers, der Erik Blum. Ihn haben wir im Spielerporträt The Face. Ciao zusammen, ich bin Erik Blum, 25, spiele bei den Kloten Flyers als Verteidiger. Ich habe eigentlich angefangen Hockey zu spielen oder bin zum Hockey gekommen durch meine Mami. Und es eigentlich auf dem Dollar hat es seine Anfang genommen. Dort hat es schon immer so halbiert, das Eisfeld, und da sieht man die kleinen Knirpsel, die Hockey spielen. Ja, dann hat es mich halt weggereizt, dann hat meine Mami die Ausrüstung geschickt und hingebracht. Meine Familie unterstützt mich natürlich sehr. Sie sind natürlich halt nicht so fachkundige Familie. Wir kommen eigentlich auch nicht vom Hockey. Ich bin der Einzige und der Erste, der Eishockey spielt, in der ganzen Familie. Nichtsdestotrotz sind sie sehr sportbegeistert und sind halt so klassisch. So freut sich, wenn ich ein Goal mache oder wenn wir gewinnen. Und dann ja, können wir uns zusammen freuen. Meine Bindung zu Japan ist eben sehr emotional und sehr tief. Prägt sicher durch meine Mami. Ich habe schon zu meinen Grosseltern in Japan, auch in der Schweiz, aber in Japan sicher sehr, sehr tiefe Beziehung. Und eine sehr enge Beziehung, auch immer noch, zu allen Verwandten, auch Cousins. Und für das habe ich eigentlich vor allem das halt in Fukushima, wo das, was in Japan die Katastrophe die passiert ist, sehr, sehr nahe miterlebt. Ich meine, Traum ist eigentlich, glaube ich, für jeden Hockeyspieler, es soll und sollte dann schon sein.
Das Realistische ist noch nicht, das ist mal dahingestellt. Ich spiele mein Hockey da, ich habe einen Vertrag. Wenn irgendjemand anklopft aus dem Ausland, von Schweden oder so, werde ich sicher die Optionen prüfen. Das ist sicher nicht uninteressant. Mein primäres Ziel ist sicher, mal mit Kloten Meister zu werden. Das ist wirklich schon das, was ich mir sehr, sehr wünsche. Und uns persönlich sonst sicher mit der Nationalmannschaft dort nicht etablieren zu können. Ja, ganz ein feiner Typ. Der junge Star von den Kloten Flyers, der Eric Blum, nur einer von ganz vielen Hockey-Cracks, die da mit dabei sind am Spengler Cup 2011. Und da gibt es ja viele Bilder und viele Sachen, die man sonst im Eishockey nicht zu sehen bekommt, wie zum Beispiel eine Mannschaftskabine. Da sind wir also gerade in einer, und zwar bei den Kloten Flyers. Und da gibt es, ja, das haben wir alles, Trainerjäckchen, sonst persönliche Gegenstände, Getränkschäle, die die Spieler noch vor dem Match zu sich nehmen, um auch richtig fit zu sein, Ersatzschleifschuhe und halt einfach alles, was in so einen Sportgarderobe hineingehört. Erfrischungsgetränk. Schauen wir mal. Grusiges Zeug, aber anscheinend nützt das. Es gibt aber auch Momente, wo man nicht mit dabei sein darf, mit der Kamera auch am Spengler Cup nicht. Die intimsten Momente der Hockey-Teams am Spengler Cup. Und genau darum haben wir am Team Kanada ein Handycam mit Handy gedruckt, um die Impressionen mitzubekommen, die sonst wirklich überhaupt niemand zu sehen bekommt. Gute. Did you win it, Say hi. Is this the clean one? Yes. Okay, I got it. Go Canada! Das Team Kanada ist das gewesen, ganz intim bei uns im Backstage. Und damit schließen wir das erste Spengler Cup TV Magazin. Morgen gibt es schon das nächste. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder reinschauen. Ade miteinander. Das Spengler Cup TV Magazin wurde Ihnen präsentiert von UBS und den weiteren Sponsoren Würth und Sport.ch.